Im Dialog Aufsatzbinderdach im Register Regenrinne Bleche können Sie für das markierte Dach in der Grundeinstellung für alle zukünftigen Dächer des gleichen Dachtyps im oberen Bereich die Regenrinne und darunter die Wandanschlussbleche auf Dachflächen konfigurieren. Die Ausführung der Regenrinne können Sie per Klick zwischen ohne Regenrinne und Kastenrinne hin und her schalten. Je nach gewählter Rinnenvariante ändert sich der Dialog entsprechend. Wenn wir uns das Ganze in der 3D anschauen, so sehen wir die klassische vorgehängte Rinne an der Traufe. Schalten wir das Ganze auf ohne Regenrinne, so sehen wir in der 3D direkt auf die eingestellte Traufausführung am Sparren. Die Ausführung Kastenrinne, bei der Sie sowohl die Kastenhöhe, den Verblendungsansatz als auch die Kastenbreite, hier drin befindet sich die innenliegende Regenrinne, einstellen können, führt automatisch zu einem Ortgangbrett. Diese Ausführung ist bei Aufsatzbindern eher ungewöhnlich. Im unteren Bereich können Sie die Wandanschlussbleche auf Dachflächen definieren. Die Blechbreite können Sie für Gaubenwangen und Gaubenfronten getrennt einstellen. Bei Gaubenfronten sprach man früher auch von einem Brustblech, das häufiger auch aus Blei ausgeführt wurde und welches direkt auf die Dacheindeckung gelegt wurde. Sie können diese Blechbreite auf Dachoberflächen auch für alle anderen Wände definieren, die mit dieser Dachkonstruktion in Verbindung kommen. Die Wandanschlussbleche auf Dachflächen können ebenso global ausgeschaltet werden. Dies ist insbesondere für Dacheindeckungen nötig, wie zum Beispiel Gründächer oder Blechdächer, die dieser Ausführung nicht bedürfen.